Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Feeds the Beast Infinity Skyblock. So, ich muss mich erstmal hier entschuldigen. Jetzt nicht, weil hier in letzter Zeit kein Videos kam, das mache ich in einem extra Video. Alter, okay. Nee, ich muss mich auf jeden Fall entschuldigen, weil ich habe ein bisschen gefailt, nennen wir es mal. Hallo Kuh. Und zwar habe ich aufgenommen und nicht bemerkt, dass die Festplatte vollgenommen ist. Und naja, deswegen habe ich jetzt so ein bisschen Fortschritt. Haben jetzt hier ein paar Mana-Pools gefüllt. Ich habe hier so ein System aufgebaut, wie die immer unendlich gepowert werden. Und dementsprechend dann auch schon was angefangen mit Farmcraft. Ja, es tut mir leid. Es tut mir einfach nur so leid. Sorry. Auf jeden Fall, generell würde ich jetzt erstmal sagen, damit wir hier weiterkommen, wir knüppeln so gut es geht die Magie mal durch. Ich wollte gerade mal schauen, was, ob wir schon vielleicht mit Blood Magic anfangen können. Dafür brauchen wir den Blutalter. Alchemical Furnace, den könnten wir craften. Okay, dafür brauchen wir irgendeinen Stone, Living Rock und einen Shard. Aber die Shards hier drin? Nein. Ja gut, ne, das nehmen wir jetzt mal so dahin. So, wir brauchen Stone. Zack, zack. Na, zack, zack. Ganz kurze Info, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon mal gesagt habe, aber das Rezept... Okay. Das Rezept für die... Ich wollte jetzt schon Ultimate sagen. Für die Creative Storage. Die Creative Strongbox, genau. Hab ich deaktiviert. Ne, naja, deaktiviert erstmal. Also habe ich vor zu deaktivieren. Weil es momentan Probleme bereitet. Also, wir werden es dann leider doch nicht schaffen, das zu craften. Einfach weil beim Craft-Prozess, so wie ich das verstanden habe, kommt es vor. Häufig zu abstürzen, wodurch dann auch irgendwann die Map flöten gehen. Da sage ich ganz ehrlich, ne, das ist es mir nicht wert. Das ist es mir echt nicht wert. Also ich will auf jeden Fall euch was zeigen. So ist es nicht, aber nicht, wenn dadurch das Projekt leidet. Ich hoffe, ihr habt dafür jetzt Verständnis. Es tut mir echt einfach nur leid. So, wenn das machen wir mal hier den Alchemical Furnace Ray. Wir brauchen noch einen Cauldron. Machen daraus einen Crucible. Du kommst da wieder rein. So, und andersrum. Alchemical Furnace, sehr schön. So, was brauchen wir jetzt noch für den Altar? Das ist kein Thema, das ist kein Thema. Eine Tür und Stone und ein Altar, ja gut. Dann machen wir jetzt einfach mal weiter mit Witchery, auch wenn es mir nicht so wirklich gefällt. Das heißt im Klartext, wir werden einmal hier im Erdbeutel hinsetzen. Dann brauchen wir einen Sapling, dann nehmen wir mal hier so einen Spruce, von denen haben wir genug. So, wie war das jetzt? Ups, nochmal genau mit Witchery. Wir brauchen einen Witches Ofen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Oh Gott. Okay. Wir brauchen aber auch noch einen wieder ein Crucible, ne? Crucible, ja gut. Ganz kurze Info, die Rezepte hier, die ich mit Witchery mache, habe ich eigentlich schon mal gesagt in der Aufnahme, aber naja, die habe ich halt vorgehabt, offscreen alle zu machen. Deswegen, wenn ihr die ja bitte mal sehen wollt,
Nicht hier, bin ich ehrlich. Das würde jetzt echt noch viel zu viel Zeit fressen, weil ich will das Projekt langsam hier abschließen. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Genau, nochmal Plates brauche ich. Machen wir einfach mal gerade so. Zack. Zack. So, das haben wir. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, brauchen wir diese Anointing Paste oder wie die heißt. Die hier. Das sind einfach nur die Seeds. Okay. Ich würde hoffen, dass wir davon das Zeug haben. Okay, das war. Seeds haben wir. Haben wir jetzt gar keine Seeds da? Water Artischocke ist. Oh super, die kriegen wir gesiftet. Ah, Mist. Seeds und Water Artischocke. Können wir das nicht irgendwie so zurückcraften? Verdammt, verdammt, verdammt. Super. Dann, wisst ihr was? Ich glaube, ich cutte einmal ganz kurz und züchte dann mal schnell die Seeds hoch auf 10 zu 10. Also alle Seeds hier von Witcher, die wir gerade machen können. Also, bis gleich. Ich stehe gerade vor einem klitzekleinen Problem. Ich habe mir jetzt mal hier die Seeds gezüchtet, ne? Ich kann die hier nicht reinsetzen. Ich glaube, die kann nicht einzüchten, weil die sich über Agricraft unifizieren lassen. Nur die nicht. Ich weiß jetzt echt nicht, was ich weitermachen soll, ne? Ich liebe Witchery. Ich liebe diesen Mod wirklich. Ich werde nochmal ein bisschen rumtesten, was im Internet forschen und bin dann gleich wieder da. So, ich habe das jetzt mal auf eine etwas andere Art und Weise gemacht. Ihr seht das jetzt von unten links. Ich habe das jetzt mal versucht über einen Befehl. Man kann über einen Befehl die Seeds auf 10, 10, 10 setzen. Selbst das hat nicht funktioniert. So, daraufhin habe ich im Internet gegoogelt. Witchery ist anscheinend in diesem Modpack verbuggt. Also im Klartext habe ich mir jetzt einfach hier jeweils 5, 6 von den Ressourcen gecheatet. Mach jetzt einmal hier. Moment. Jetzt, was fehlt mir jetzt noch für die Paste? Ach, das ist doch jetzt bald ein Witz. Wie kann ein Mod so hart verbuggt sein? Water, Mandrake, Belladonna, Snowbell. Wir schmeißen die Seeds jetzt einmal darüber, ne? In die Truhe. Das kotzt mich jetzt schon wieder an, ne? So, wir schmeißen da jetzt einfach mal alles hiervon rein. Und dann cheate ich mir jetzt noch eine Icy Needle. So eine Paste. Einfach damit wir vorankommen. Da habe ich gerade ein bisschen rumexperimentiert, ob das nicht wirklich schon geht. Den lösche ich dann. Es kotzt mich jetzt richtig an, dass ich das so machen muss, ne? Ich hasse diesen Mod wie die Pest. Und ich weiß auch wieso. So. Witch's Cauldron, den wollte ich. So, haben wir noch ein Reservoir? Ja, haben wir. Weil ich meine, den kannst du verbinden, bin mir aber nicht sicher. Also, ihr merkt gerade, dass ich ein bisschen, nennen wir es mal, salzig bin. Also, genervt. Ich hoffe, das versteht man auch gerade. Nee, sowas kotzt mich dann teilweise echt an. Ich will einfach ein Projekt hier machen, um zu zeigen, wie man was macht, und dann so eine Scheiße. Komm, wir machen da unten drunter ist ein Lava. Bucket.
Das müsste hier sein. Jawohl. Mach mal einen Support-Block. Also einmal und zweimal. Zack. Und dann hier. Zack. Oder geht das hier nur mit Netherrack? Anscheinend muss da unten drunter Feuer sein. Dann campen wir einfach mal hier unten gerade ab. Das sollte ja schnell gehen. Da haben wir ihn schon. Heute geht aber echt alles daneben, ne? Ups. So und so. Aber Flintenstiel hier, jawohl. Na, jawohl, des Blubberts. So, wir brauchen Mutandis. Da brauchen wir Eier, Exhale of the Horned One, das heißt, wir brauchen doch schon Witch's Oven. Das heißt, wir brauchen... Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Folge ist, ich mache das einfach 15 Minuten. Wir brauchen hier von 2 Mana Steel Ingots. So. 2 Mana Steel. Iron Bars habe ich gesehen. Was war das jetzt noch? Hier. Ein Fire Crystal Cluster. Das heißt, wir brauchen Fire Shard. Kriegen wir aus Nether Bricks. Okay. Haben wir davon welche? Ich bezweifle es. Genau. Wie kommen wir denn an Nether Bricks am günstigsten ran? Halt wirklich über die hier, ne? Dann machen wir mal gerade den hier. Wir müssen eigentlich nur noch... Zack. Das reicht ja jetzt, wenn wir hier Endstone 7. Wobei Draconium wir eigentlich auch schon zu Genüge haben. Ne? Wie sieht es jetzt mit Ardite aus? Ja, super. Wir könnten eigentlich unserem Werkzeug mal auf komplett Mandolin upgraden, wenn wir wollen. Wobei ich bezweifle, dass wir dieses Werkzeug noch lange brauchen werden. So. Können... Haben wir noch einen Auto-Hammer? Ja, haben wir. Dann lass doch jetzt nochmal... Dann machen wir am besten hier. Man bringe mir ein Interface. Eins reicht. Haben wir noch Speed Upgrades? Ein paar Fortune. Weiß, was ich einmal mache. Da drüben wird es. Wir sehen jetzt gerade keinen Netherrack mehr. Brauchen wir ja nicht mehr. Mach ich einfach mal zack, zack. Ganz ehrlich gesagt. Da können wir dann jetzt hier besser gebrauchen. Dupp und dupp. So. So, wie sieht das jetzt aus mit dem Interface? Da haben wir doch schon. Eins. Na, jawohl. Haben wir noch Item Conduits? Jawohl. Dann machen wir jetzt einfach mal so Shards auf Bestellung, like. Und zwar brauchen wir jetzt einmal die Rezepte für alle Shards.
So, und zwar haben wir ja schon gesehen, wir kriegen aus einem Netherbrick kriegen wir na, ein Fireshard Encode. So, Entropy kriegen wir aus TNT. Machen wir mal so. Und so. Encode. Dann, er war aus Sandstone Slabs, genau. Datei zum Klartext. Wir müssen dem nochmal sagen. So machst du Sandstone. So, Sandstone Slabs. Also, ich weiß gerade, womit wird und so das. Und dann machst du mir aus dem über ein Processing Pattern die hier. So, ah, verdammt, jetzt habe ich gerade hier. Earthshard ist Grasblöcke. Ja, das wird lustig. Wie kriegen wir Grasblöcke am besten her? Ich glaube, da werde ich offscreen noch was machen. Packen wir einmal hier, hier das hier rein. Dann schauen wir noch mal weiter. Order kriegen wir aus Stone Slabs. Oh Gott. Da haben wir das schon mal. Dann müssen wir nur noch sagen aus. Ich weiß es auch gerade blöd, ne? Müssen wir so machen. Encode. Und so, Encode. So, dann jetzt aber hier rüber. Aus dem machst du mir die hier. Die Watershards, ne? Oh Gott, Eis. Können wir aber über den den Kameraden hier herstellen, ne? Jawohl. Den packe ich dann mal hier runter. Nehme mir ein Reservoir. Boah, jetzt gehen sie aber weg, ne? So, das packe ich dann mal hier so ran. Und das dann so. Sage ihm so, das ist Distilled Water, wo kriege ich jetzt gerade Wasser her? Ja. Eins, zwei. Eins und zwei. So, der sollte jetzt auffüllen, genau. Kann man hier irgendwo sagen, dass der da reinpumpen soll? Importbus nehmen. Ja, ich habe es gelernt. Und ich wette, ich falle jetzt wieder drauf rein. Einfach aus Prinzip. Smart Cable. Flup und flup. Ober da. Alter. Jawohl. Dann können wir jetzt auch einfach so laufen lassen. Hauptsache, wir kriegen die Scheiße rein. So. Eis.
gibt Watershards. So, damit haben wir jetzt eigentlich schon mal einen Großteil fertig. Wir brauchen halt wirklich nur noch die Earthshards. Da packen wir jetzt auch nochmal dazu. Und den Rest packen wir hier unten zu. Zu ihmchen hier. So, und ich sage jetzt mal einfach bei Shard. Die haben wir drin. Sehr schön. Jetzt müssen wir halt nur noch sagen, dass der Netherrack brennen muss. Und zwar so zu denen hier. Da muss aber nur einen. Und dann so. Supi. Da hätte ich sowas mal einspeichern müssen, hätte ich nie erwartet. Wo haben wir den Furnace? Na, den Induction Smelter haben wir hier. Furnace haben wir da. So, rein mit dir. Hoppala. Alter. Dann sollte jetzt alles im Petto sein. Das kann rein, das auch, das auch. Dann schauen wir da jetzt mal. Wir brauchen 6 Feuershards. Mal schauen, ob das funktioniert. Shard. Oh, wir bekommen sogar mal ein paar mehr raus. Ja, wahrscheinlich wegen Fortune, ne? Aber egal. Mehr ist nie schlimm. So, wofür haben wir das noch? Ja, für den Ofen. Für den Witches Ofen. Wie lange haben wir? 14 Minuten. Ja, da können wir gerade noch fertig machen. Dann nehme ich mir nochmal was Cleanstone mit. Ein wenig Living Rock. Dup, 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 dup. Dup, dup, dup. Ja, den können wir auch da mitnehmen. Shard. Jetzt haben wir von denen was über, ne? Dann können wir die ja gerade nehmen. 1, 2. Das dahin. Die dahin. Und wir haben den Witches Oven. Ich würde sagen, für die Anfänge nicht schlecht. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Clay. Ja, Clay Jars, die werden so gemacht. Oh, da ist in der Zwischenzeit schon ein Baum gewachsen. Die werde ich jetzt mal ganz kurz hier braten. Und dann in der nächsten Folge machen wir dann weiter mit Witchery. Hoffen einfach nur, dass wir schnell die das Holz kriegen, dass wir den Blutaltar aufbauen können. Ich glaube, so viel Witchery brauchen wir echt gar nicht. Ich glaube, das reicht, wenn wir später. Ich muss mal ganz kurz schauen. Gateway Core war. Aber so bitte. Genau, hier brauchen wir Soul of the World und Ender Dew. Ender Dew ist ein Witz für uns. Und Soul of the World ist ein bisschen teurer. Das ist, glaube ich, das Schlimmste da. Wo bekommen wir jetzt Tongue of the Dog her? Ah, da habe ich schon eine Idee. Da habe ich echt eine Idee. Das ist gar kein Thema. Ja. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Kleine chaotische Folge, so wie immer. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.